Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute testen wir das Hirschgulasch von Aldi aus der Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhe wäre, glaube ich, aus dem Kühlregal. Ja, wie das schmeckt, werden wir zusammen testen. Ich werde dazu die altischen Nudeln machen. Die habe ich mal in einem Currywurst-Video gemacht, aber ich habe das nicht geschnitten bekommen, das Video, weil mein Schnittprogramm es nicht zugelassen hat, warum auch immer. Ja, darum machen wir jetzt heute Hirschgulasch mit altischen Nudeln. Ja, war so eine Sonderaktion von Aldi. Sind da ganz normale Nudeln in A-Form, also in Aldi A-Form. Ja, wenn ihr mir gefallen tun wollt, guckt unten in die Videobeschreibung rein. Das sind alle Produkte, die ich heute verwende oder ähnliches. Link beim Video-Equipment, vielleicht finde ich dann nochmal Nudeln auch, oder ein anderes Hirschgulasch. Ja, wenn ihr darüber bestellt, für eine kleine Verkaufsprovision, dann lohnt sich so ein Video für mich auch wieder. So, viel Spaß beim Video, los geht's. So, hier haben wir dann das angesprochene Hirschgulasch von Gourmet von Aldi. Flüssig gewürzt, gegart in einer Balsamico-Zwiebelsauce. Dauert in der Mikrowelle ca. 4 bis 10 Minuten. Beim Kochen dauert es 25 Minuten. Da ich wenig Zeit habe, machen wir es mal in der Mikrowelle. Teures Hirschgulasch in der Mikrowelle. Finde ich mega assi, aber das geht halt auch nicht anders. 400 Gramm, ich glaube die Packung hat das 5,99 gekostet, das ist noch nicht mal teuer. Ja, ich mache dann gleich Nudeln zu. Hirschgulasch aus der Folie in ein mikrowellengeeignetes Gefäß geben, den Behälter abdecken und bei 900 Watt für 4 Minuten erhitzen oder bei 600 Watt für 10 Minuten erhitzen. Ja, so macht man das im Kochpot. Ich mache das, glaube ich, doch im Kochpot. Ich weiß nicht, ob ich ein mikrowellengeeignetes Gefäß habe. Ist auf jeden Fall kalorienarm. 134 Kalorien pro 100 Kilo. 134 Kilokalorien pro 100 Gramm und ist noch bis zum 10.12. haltbar. So, packen wir das Ganze mal aus. Wir können schon am Wasser kochen, damit es schneller geht. Schade, um einen schönen Karton eigentlich. Boah, da ist auch fast kein Fleisch drin. Ein Klumpen, zwei Klumpen, drei Klumpen, vier Klumpen, super. Das ist eine teure Soße. Wir haben jetzt hier einen Kochpot, Herd auf Stufe 9 von 9. Ich mache einen Schluck Wasser rein. Einfach nur, damit der Pot nicht anbrennt. Dann gebe ich jetzt schon mal hier meinen super Hirschgulasch hinzu. So, jetzt kommt ein bisschen heißes Wasser hier oben drüber, das soll ein bisschen schneller gehen. Deckel drauf, dann geht es noch schneller. So, weil wir Aldi Gulasch essen, essen wir auch dazu die altischen Nudeln. So, Herd auch hier auf Stufe 9 von 9. Und noch ein wenig Salz oben drüber. Dann wird es kochen gelassen. Unser Hirschgulasch in der Balsamico-Soße fängt jetzt langsam an zu blubbern. Hier kocht das Essen schon, das gute Hirschgulasch nach 5 oder 10 Minuten, 7 Minuten sozusagen. Ich stelle den Herd auf Stufe 3 von 9 und lasse es in Ruhe gar ziehen. Nudeln kochen auch schon, ich kann den Herd hier auch schon runterstellen, ich stelle ihn ganz aus, Stufe 0 von 9. Einmal durchrühren, Rest werden wir ausnutzen lassen, dann geht das wohl.
So, dann probieren wir mal dieses köstliche, wahrscheinlich köstliche Hirschgulasch. Ich habe noch nie gegessen, viel Fleisch ist jedenfalls nicht drin, aber können wir für das Geld auch verlangen. Ich weiß auch nicht, was Hirschfleisch sonst kostet. Ich würde sowieso nicht glauben, dass es so teuer wäre. Wir probieren das jetzt einfach mal. Schmeckt interessant. Säuerlich. Schmeckt so ein bisschen in dieses Preiselbeere. Dieser Preiselbeere-Geschmack kommt da raus. Ich weiß nicht, ob das da drin ist, aber die Packung nicht durchgelesen. Man kann es wohl ganz gut essen. Probier mal so ein Stück Fleisch. Ich habe noch nie Hirsch gegessen. Habt ihr schon mal Hirsch geschrieben? Schreibt es in die Kommentare. Hat irgendwie gar keinen Geschmack, das Fleisch. Das schmeckt nur die Soße. Ziemlich zart. Aber egal, man kann es essen. Mir schmeckt es jetzt nicht mehr rauschend gut. Aber man kann es ganz gut essen. Also Geschmackssache, ich weiß nicht, was an Aldi liegt, glaube ich nicht. Aber ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt mich nachsehne. Ja, das war mein Video zum Hirschgulasch. Ist wohl ein bisschen kürzer geraten als sonst. Aber ich wollte das nicht in die Länge ziehen oder irgendwas anderes reinschneiden. Es ist säuerlich, dass die Soße. Deshalb Balsamico drin ist, glaube ich, gerne. Wie schon gesagt, das war nicht unbedingt mein Lieblingsessen. Man konnte es ganz gut essen. Fleischkonsistenz war irgendwie ein bisschen abstrus. Nicht zäh oder sowas, aber irgendwie so ein bisschen mehlig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also mein Ding ist es nicht. Ich will jetzt nicht all die schlecht machen. Probiert das gerne mal aus. Ist natürlich eher der Versuch, teures Hirschfleisch für so günstig zu verkaufen, aus meistens weil die Soße. Mir hat es jetzt nicht raus geschmeckt. Das war nicht eklig, aber ich kaufe es auch nicht nochmal. So, wie immer die Bitte, kommt unten in die Videobeschreibung. Solche Produkte, die ich heute eben verwendet habe oder ähnliche, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, gerne Like und Abo da lassen und bis zum nächsten Mal.